Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen allen Gästen, allen Freunden. Ich bin ganz überrascht, dass Sie alle so gut hergefunden haben bei meiner Erklärung vom letzten Mal. Ich freue mich auf den heutigen Abend, leider schon der letzte Abend in unserer Serie Eine Bibel, viele Kirchen. Heute geht es um Geschichte, der Schlüssel zur Zukunft. Und wir freuen uns, dass Magister Dieslinger uns heute wieder Erklärungen, Verständnisse für die Zukunft und das prophetische Wort und die Bibel gibt. Vielen Dank und ich gebe weiter. Ein herzliches Willkommen der ganzen Schar zu unserem dritten Abend über diese Serie. Am ersten Abend stand hier als kleines Wörtchen Geschichte der Schlüssel zur Vergangenheit. Am zweiten Abend Geschichte der Schlüssel zur Gegenwart. Und heute haben wir hier Geschichte der Schlüssel zur Zukunft. Die Thematik, die heute am Programm steht, die wurde vor Wochen, Monaten geplant, aber dass die Ereignisse gerade so dazu passen, das ist unglaublich. Denn was sich jetzt gerade abspielt auf unserem Planeten, das einzig Gute daran für uns, die wir hier sind, dass das 10.000 Kilometer entfernt ist. Aber wenn das so nahe wäre wie vor 25 Jahren, dann würden wir hier wahrscheinlich nicht mehr so ruhig sitzen. Vielleicht hätten manche dann schon eine entsprechende Schutzkleidung an. Also wir leben in Zeiten, wo das, was wir technisch geschaffen haben, nicht mehr recht wissen, wie wir das in den Griff bekommen. Ja, da müssen wir hin. Und? Wenn man so ein Blümlein betrachtet, in einer Vase, so stellt man fest, wunderschön, vom Schöpfer gemacht und doch etwas an so einer Blume ist ein Problem. Und ich denke mir immer, wenn ich so einen Blumenstrauß kaufe und der steht dann dort und ist so schön zu betrachten und nach einer Weile, Ablaufdatum, dann fällt das erste Blatt und das zweite. Es fällt am Anfang nicht so auf, dass es abgeschnitten ist. Und letztlich sind wir Menschen so unterwegs. Wir blühen auf, aber wir sind abgeschnittene. Irgendwann ist die Sache vorüber. Und heute geht es aber um die Zukunft. Vielleicht ist es nicht ganz vorüber. Vielleicht gibt es noch mehr als nur das. Wir haben uns also da vor 14 Tagen damit beschäftigt, dass der Apostel Johannes eine Vision erhielt. Ich wiederhole ein paar Gedanken ganz kurz. Machen wir das so. Der Apostel Johannes, der auf Patmos war und da etwas gesehen hat, was ihn bewegt hat, und er hat das dann auch niedergeschrieben, denn so bekam er den Auftrag. Und er durfte ins Zentrum des Universums blicken und dort begeben wir uns jetzt wieder hin, wenn wir uns erinnern. Johannes durfte schauen in den himmlischen Thronsaal. Und dort in diesem himmlischen Thronsaal, da war das Außergewöhnliche. Diese Zentralgestalt, was die in ihren Händen hielt. Wenn wir uns erinnern, und für die, die nicht da gewesen sind, wiederhole ich das kurz. Der Höchste des Universums hält eine siebenfach versiegelte Schriftrolle in seinen Händen. Diese siebenfach versiegelte Schriftrolle, die der Höchste des Universums in Händen hält,
die ist von einer unwahrscheinlichen Bedeutung. Nämlich diese himmlische Datenbank, darin ist gespeichert das Leben eines jeden Menschen. Der komplette Lebensfilm von jedem. Damit die Geschichte von jedem Volk, die Geschichte von allem, was hier je geschehen ist. Und das Besondere ist, dass in dieser himmlischen Datenbank sogar schon Zukünftiges abgebildet ist. Und das durfte der Apostel Johannes vor 2000 Jahren schon sehen. Und diese Visionen, die er da sah, der konnte in eine Zeit schauen, in die wir jetzt gerade hineinkommen. Das sah der schon vor 2000 Jahren. Er hatte nur ein Problem, er musste die Dinge beschreiben, die er sah. Wenn jemand noch nie ein Flugzeug gesehen hat, wie soll er das beschreiben? Wenn er noch nie einen Fernseher, einen Computer gesehen hat, beschreibe das vor 2000 Jahren. Und so ist in dieser Offenbarung des Johannes vieles beschrieben. Und das war so wie, und er sucht Vergleiche aus der Natur. Bei den Farben, in der Edelsteine. Ja, wir werden noch einiges davon hören. Und in diesem Abschnitt, wo der Höchste des Universums diese siebenfach versiegelte Schriftrolle in Händen hält, die himmlische Datenbank, da wird dann diese Frage gestellt, wer ist würdig, da hineinzuschauen? Wer kriegt Zugang? Ich sehe immer wieder die Diskussion, wenn heute alles so zentral vernetzt ist, ein Zentralcomputer, und da scheint dann von uns alles auf, geboren, wo zur Schule gegangen, vielleicht noch die Zeugnisnoten, ob wir das alle noch so wollten, und dann die ganzen Krankheitsgeschichten, ob wir das auch so wollen, und wenn da vielleicht noch anderes detailliert verzeichnet ist, und da kriegt irgendjemand Zugang und liefert die Daten weiter, wie man das vor kurzem gehört hat, dass Firmen Zugang bekommen über die finanzielle Situation des Betreffenden. Wie viele Schulden der hat oder wie viele Grundstücke er besitzt und so weiter. Wer möchte, dass das alles von ihm so offenbar wird? Und jetzt diese himmlische Datenbank, das ist ja noch viel, viel intimer. Das ganze Leben, minutiös, gespeichert. Ja, wer kriegt da Zugang? Eine einzige Person. Das Lamm, das getötet wurde und wieder lebendig geworden ist. Nämlich Jesus Christus. Er ist der Einzige, der da Zugang bekommt. Zu diesen intimen Daten von uns. Und da bin ich froh, dass er da, dass es keine Hacker schafft, dort von diesen Daten etwas zu erfahren. Das ist ja das, was wir in Offenbarung Kapitel 5 finden. Das Lamm, das für uns gestorben ist, Jesus hat in der Offenbarung diese Symbolik, das Opferlamm. Er hat sich für uns gegeben, geblutet und auferstanden. Er hat Zugang. Er weiß alles über uns. Für ihn ist alles offenbar. Kurz noch einmal die apokalyptischen Reiter. Wenn wir uns erinnern, der erste ist auf einem weißen Pferd, bedeutet das siegreiche Evangelium, das durch die Welt ging. Ich wiederhole das nur ganz kurz für die, die den ersten Abend nicht da waren. Dann der Reiter auf dem roten Pferd, wo dann die Verfolgung der Christen eingesetzt hat. Als drittes dann ein Reiter auf dem schwarzen Pferd, wo eine völlig neue Situation eingetreten ist. Das Christentum etablierte sich, wurde anerkannt. Allerdings wollte der Kaiser eine etwas reduzierte Version des Christentums. Er wollte nicht die Vollversion, sondern eine Version, die etwas abgespeckt ist. Aber genau das Interessante kam weg. Und so wurde das eine Mischung, die Staatskirche, die römische, aus Heidentum und Christentum. Viel christliches Vokabular,
aber viel heidnischer Inhalt. Und so entstand eine Kirche, die römisch geprägt war und allgemein gültig, daher römisch-katholisch, das ist der Begriff, durch einen römischen Kaiser so eingeführt. Und dieses schwarze Pferd drückt also das aus, hier wird es dunkel und dann das fahle, leichenblasse, tote Pferd. Die Kirche wurde leer und hohl von innen nach außen, zeremonielle Formen, schöne Gebäude, aber der ursprüngliche Glanz, die Kraft, dieses Leben mit Jesus, das war immer mehr verschwunden, trat immer mehr in den Hintergrund. Das ist, was wir in Offenbarung 6 finden, wo diese ersten vier Siegel entschlüsselt werden. Und wenn wir an diese apokalyptischen Reiter denken, da hat sie der Künstler dargestellt, der auf dem weißen Pferd, auf dem roten Pferd, auf dem schwarzen Pferd und auf dem leichenblassen Pferd. Und Johannes sieht diese Vision, was sich da abspielt. Eine wesentliche, das wird zu schnell, eine wesentliche Veränderung gab es bei den 10 Geboten, wenn wir uns erinnern. Ein Gebot, da hat sich der Tag verändert, der Ruhetag vom ursprünglichen Sabbat, ging die Veränderung zum Sonntag um 321 nach Christus. Und das Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, das wurde überhaupt herausgelöst und entfernt, findet sich nicht mehr im Katechismus. Denn das wollte der römische Kaiser natürlich nicht, dass da drinnen steht, du sollst dir kein Bildnis machen, keine Statuen aufstellen, denn das war für die Römer der Inbegriff der Religiosität. Eine Statue, vor der ich mich niederknie und die anbete. Und dieses Gebot hatte das genau verboten, daher wurde das Gebot entfernt und die Statuen aufgestellt. Und wenn wir an den letzten Abend denken, die Reformationszeit, als dann die Bibel übersetzt war von Martin Luther, und die nachlesen konnten, wie die Menschen, was in den Geboten wirklich steht, führte das dazu, dass die Menschen in die Kirchen stürmten. Und was taten sie dort? Sie entfernten die Statuen. Es kam zu einem Bildersturm. Und es ist nicht von ungefähr, dass die evangelischen Kirchen im Vergleich zu den römischen Kirchen schmucklos sind in Bezug auf Statuen. Weil das, die Wiederbelebung war, was ursprünglich in den 10 Geboten drinnen stand. Denn die Reformation hatte ja diesen Ansatz zurück zum Ursprung, zu dem, was früher ursprünglich war. Und hier sehen wir, wie der Künstler sich das vorgestellt hat, wie das herausgemeißelt wird. Denn die 10 Gebote waren ja auf einer Steintafel, und das sollte symbolisieren, ewig gültig. Übrigens das Einzige von der ganzen Bibel, wie uns das Wort Gottes berichtet, was Gott selber mit eigener Hand geschrieben hat. Alles andere hat der Mensch mitgeteilt, dass sie es aufschreiben. Weil die 10 Gebote hat er selber aufgeschrieben. Das ist das Herzstück. Dann kommen wir zum 5. Siegel. Dieses Blut, das symbolisch gen Himmel schreit, das da vergossen wurde von all diesen Märtyrern im Laufe der Jahrhunderte. Das griechische Wort Martyr, woraus unser deutsches Wort Märtyrer geworden ist, dieses Wort drückt aus, in der Übersetzung, sie waren Zeugen für ihren Glauben, wurden mit Pech bestrichen, die Christen, angezündet oder in Tierfelle gehüllt, in die Arena geschickt und von dem johlenden Publikum von Löwen zerrissen. Und nur, weil sie sich nicht vor der Kaiserstatue niedergekniet haben, weil ihnen dieses Bildergebot so wichtig war. Das heißt, dir kein Bildnis machen, dich davor nicht niederknien und es nicht anbeten. Und viele haben sich gefragt, warum haben die das gemacht? Und dadurch haben sie sich mit dem Christentum mehr und mehr beschäftigt
Unser Christentum heute, das ist ja meilenweit von der Kraft entfernt, was die am Anfang hatten. Das ist so ähnlich wie in der Ernährung, ob das ein Urkorn ist oder dann das, was wir heute davon haben. Raffiniert ist es, verfeinert. Sehr interessant, unser Begriff raffiniert drückt ja auch dieses, wenn man sagt, das ist eine raffinierte Person. Ja, da will ich nicht weiter ausführen. Dann kommen wir zur zweiten Frage in der Offenbarung, wo diese symbolhafte Sprache dadurch kommt vom Blut. Wie lange richtest du nicht? Die erste Frage wäre also, wer wird einmal richten? Wer wird der gerechte Richter sein? Wer wird beurteilen, was richtig ist und was falsch ist? Glücklicherweise ist das Jesus, der alle Informationen. Das Zweite, wie lange dauert es noch? Wann ist es soweit? Was ist dieser Schrei? Und die Antwort, die in der Bibel gegeben wird, sie sollen noch eine Weile ruhen, bis ihre Zahl voll geworden ist, also bis alle vollzählig da sind. Etwas aus Offenbarung 6 war das. Und dann kommt das sechste Siegel. Und da braucht man jetzt nur die Filme ansehen, die gerade über Japan gezeigt werden. Ein Erdbeben, Seebeben, genauer gesagt, die anschließende Flutwelle. Was dort sich abgespielt haben muss, wenn das jemand miterlebt hat. Eine 10 Meter hohe Welle. Aber nicht eine Welle, sondern eine Wasserwand, die 10 Meter hoch mit rasender Geschwindigkeit auf dich zukommt. Das ist wie eine Betonwand. Die hat einfach alles glatt gebügelt, was immer da im Weg gestanden ist. Es gibt Ortschaften, wo jetzt dort in diesem Nordosten von Japan einfach nichts mehr steht. Ganze Ortschaften sind völlig vom Erdboden verschwunden. Man hat noch längst nicht alle Leichen gefunden. Es sind Zehntausende, die hier umgekommen sind. Und das ist im sechsten Siegel beschrieben, dass das so kommen wird. Nämlich, dass Naturkatastrophen das Ende dieses Planeten einleiten. Und das ist jetzt ein deutliches Zitat aus Offenbarung 6. Alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Wenn ich daran denke, wie lang man schon beim Pfänder da gearbeitet hat, um diesen Tunnel zu graben. Einen schmalen Schlauch dadurch und dann den zweiten. Und wie alle schon darauf warten, wann endlich die zwei Röhren im Betrieb sind. Und was da an Material herauskam. Da bist du nur ein dünner Schlauch durch den ganzen Berg. Eine winzige Masse von der Gesamtmasse dieses ganzen Gebirgszuges. Und wenn man sich den Satz vorstellt, Gebirge werden bewegt insgesamt. Inseln, plupp, weg. Was man sich jetzt leicht vorstellen kann. Dann liest du das Offenbarung 6, Vers 14. Und dann, und da starten wir jetzt in die Zukunft. Bei dieser Stelle heißt es jetzt, ja, wer kann bestehen, wenn es so kommt? Wer kann da überleben? Denn die Offenbarung beschreibt das als etwas Zunehmendes, sich Steigerndes. Das heißt, was jetzt in Japan ist, ist jetzt in einer Region, wird sich letztlich ausdehnen, wie weit? Auf sämtliche Küsten auf diesem Planeten. Die Hälfte der Menschheit wohnt an der Küste. Was das bedeutet?
Naturkatastrophen gehen also dieser Wiederkunft Jesu voraus. Gigantische Erdbeben, wo Inseln und Berge versinken. Und dann die Frage, wer kann da bestehen? Und das ist der nächste Gedanke, der nach dieser Frage kommt. Ein starker Engel taucht auf und er gibt den Befehl, die Stürme noch zurückzuhalten. Vorher soll noch etwas passieren. Es wird noch eine Gnadenfrist gewährt. Das wird jetzt interessant für uns. Da wird eine Versiegelung durchgeführt. Nicht, wir kennen das ja von einem Parkettboden. Wenn man da noch eine letzte Schicht aufträgt, die macht den Boden, das Holz, widerstandsfähig. Widerstandsfähiger, als es das Holz allein ist. Es kommt eine spezielle harte Schicht oben drüber, eine Versiegelung. Die Versiegelung, von der die Offenbarung spricht, ist kein Lack, sondern wird beschrieben als Versiegelung durch den Geist Gottes. Das heißt, die Menschen, die die Verbindung suchen, so ähnlich wie wenn man halt einen Stecker in die Steckdose steckt, da sucht man eine Verbindung, damit der Strom heraus kann, damit die Kraft drüber kommt. Und die, die jetzt die Verbindung nach oben suchen, bekommen durch den Heiligen Geist einen Schutzschirm. Das kennen wir, seitdem der Euro da ins Trudeln geraten ist, wegen Griechenland, Irland, Portugal, Spanien, Italien. Was sich da noch alles abspielen wird und wie sich das auf unseren Euro auswirkt, da werden wir auch noch staunen. Es wird also hier ein Rettungsschirm aufgespannt, der noch wichtiger ist als der Euro-Rettungsschirm. Nämlich ein Rettungsschirm über das persönliche Leben jedes einzelnen Menschen, der diese Verbindung sucht, der diese Nähe sucht. So hat sich das der Künstler vorgestellt. Die Offenbarung schildert nämlich, dass vier Engel um diesen Planeten herumstehen im Weltall und dann tritt ein starker Engel auf, der denen zuruft, wartet noch mit der letzten Katastrophe, bevor das diesen ganzen Planeten betrifft. Zuerst noch diese Versiegelung, diese Schutzschirm für die Einzelnen, die Nähe suchen, nicht automatisch für jeden. Die vier Engel halten also die Stürme fest. Das ist dieser Satz, tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Diener unseres Gottes an ihren Stirnen. Das ist das, was Jesus diesen Engeln zuruft. Wartet noch ein bisschen vor der letzten Katastrophe. Es gibt noch eine spezielle Zeit davor. Eine spezielle Zeit der Gnade, bevor hier alles auf diesem Planeten untergeht. Denn so viel kann ich schon vorwegnehmen. Hier geht alles unter. Die Frage ist nur noch wann. Und dann taucht die vierte Frage in der Offenbarung auf. Es gibt sieben insgesamt. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Das ist die Schar, die aus dem Ganzen unbeschadet ausgestiegen ist. Die haben es jetzt gut, die stehen nämlich schon auf einer anderen Ebene. Sie stehen vor dem Thron und vor dem Lamm. Nicht, wenn jetzt dieser atomare Super-GAU auf Japan sich, was hoffentlich nicht eintritt, so entfalten würde, dass die ganze Insel verstrahlt wird und du wärst jetzt dort, was würdest du dir wünschen? Dass da ein Flieger kommt
wo du einsteigen kannst und dann nichts wie weg von der Insel. Denn man möchte ja nicht verstrahlt werden. Es tut zwar nicht weh, verstrahlt zu werden. Am Anfang tut es nicht weh. Du spürst überhaupt nichts. Da kannst du neben herumspazieren. So, da ist irgendwas. Gar nichts nach außen. Aber innerlich bist du zerstört. Deine Zellkerne. Und je nachdem, wie intensiv du getroffen bist, bist du bald tot oder erst in 5 Jahren oder in 10 Jahren. Aber es ist irreparabel. Und jetzt ist da eine Schar, die hat es schon geschafft. Die ist schon vom Thron. Die hat sich von hier schon abgesetzt. Denn hier zu bleiben, dann gehst du mit dem Planeten unter. Man muss also schauen, dass man von hier wegkommt. Nur wir haben nicht die Technik dazu. Die fehlt uns. Wir brauchen also eine Rettungsaktion von jemand, der unserer Technik weit überlegen ist. Davon später noch mehr. Und dann kommt die vierte Frage. Wie Johannes die jetzt alle sieht da, sagt er, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind? Woher sind die gekommen? Das weiße Kleid ist immer ein Bild in der Offenbarung und drückt aus Sicherheit, Unschuld. Darum heiratet man ja in Weiß. Aber eigentlich müssten diese Kleider sich ja alle färben, die meisten, bei einer Hochzeit. Aber dieses Bild, das hier in der Offenbarung geschildert wird, ist wirklich ein rein weißes. Wer nämlich diese Verbindung zu Jesus gefunden hat, der wird so betrachtet, als ob er nie was verkehrt gemacht hätte. Und das ist natürlich gut, weil wenn man das denkt, dass die himmlische Datenbank alles gespeichert hat, dann ist es besser, wenn wir so betrachtet werden, ohne diese Vergangenheit. Und beim Propheten Jesaja klingt das so an, und wenn eure Sünde blutrot ist, soll sie weiß werden, wie Schnee. Ja, damit kommen wir zur Öffnung des 7. Siegels. Die ersten 4 Siegel waren diese apokalyptischen Reiter. Das 5. Siegel, das Blut, das gegen den Himmel schreit. Wie lange dauert es noch? Beim 6. Siegel wird schon gezeigt, wie der Weltuntergang ausschaut. Ja, was soll jetzt noch kommen? Jetzt kommt ein Fernrohr. Vielleicht haben wir einmal so einen Piratenfilm gesehen, wo diese Einäugigen mit dem Totenkopfsegel so etwas zücken. Und dann einmal schauen. Oh, liegt tief im Wasser das Schiff, das Sie da sehen. Viel Ladung. Und dann auf Sie mit Gebrüll. So ein Fernrohr, dass man also so schön zusammenlegen kann wie einen Knirps, dass dieses Teleskopprinzip, das taucht jetzt auf. Der erste Teil hier, das ist die 7-fach versiegelte Buchrolle, gleichnishaft, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können. Und für diesen letzten Abschnitt der Geschichte, wo es also am allerspannendsten wird, wo es unmittelbar zu Ende geht, der letzte Abschnitt wird detailliert ausgezogen und betrachtet, damit das Bild deutlicher wird. Sprich, da tauchen 7 Engel auf mit Posaunen und dann tauchen 7 Engel auf mit Schalen. Und diese letzte Phase, 7 Posaunen, 7 Schalen oder auch die letzten 7 Plagen. Da wird jetzt in der Offenbarung detailliert geschildert, was zum Schluss noch abläuft. Die Siegel geben den Überblick. Und die Posaunen und die Zornesschalen am Ende, die machen den Abschluss.
das betrachten wir uns jetzt ein bisschen genauer, wie schauen diese Posaunen aus? Da ist noch Gnadenzeit. Beim letzten Abschnitt ist es vorbei, da ist nur mehr Vernichtung. Was passiert in dieser letzten, allerletzten Chance, die die Menschheit bekommt? Und als das Lamm das siebente Siegel auftat, entstand eine Stille im Himmel. Etwa eine halbe Stunde lang. Als das letzte Siegel aufgeht, das Aufgehen des letzten Siegels ist dieses Herauskommen der sieben Posaunenengel. Und aus der letzten Posaune kommen dann die sieben Zornesschalen. Diese Stille, was soll das bedeuten? Vielleicht haben wir schon so etwas erlebt im Sommer. Wir schauen hinaus, meistens so gegen Abend passiert das, wenn sowas eintritt. Es wird dunkel. Aber nicht, weil die Sonne schon untergegangen ist, sondern aufgrund des Gewölks am Himmel. Dicke, schwarze Wolken. Und man merkt, ui, besser die Läden alle zumachen, Rollo runter und am besten nicht draußen sein, kommt Hagel. Gewitter kommt auf jeden Fall und große Regenmengen und Blitzen wird es und Donner. Und man sieht schon, wie es näher kommt, man hört schon Donner krollen. Und unmittelbar bevor es losgeht, wo es dann nur mehr so runterprasselt und knallt und knattert, was ist da immer vorher? Es wird auf einmal ganz still. Ganz still. So dass man meint, kommt es doch nicht? Aber die, die Erfahrung haben, die wissen, doch. Sobald die Stille aufhört, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Das letzte Siegel geht auf und es wird still. Der Himmel hält den Atem an. Was kommt jetzt? Und bei dieser Öffnung des siebten Siegels werden jetzt sieben Posaunenengel sichtbar. Und jeder Engel bläst seine Posaune, der erste, der zweite, der dritte, der vierte. Und jedes Mal, wenn im Himmel der bläst, dann tut sich auf Erden etwas. Wird etwas eingeleitet. Und was da kommt, das ist das, in was wir jetzt hineinkommen. Für Johannes war das 2000 Jahre in der Zukunft. Wir erleben es jetzt live. Und was wir da erleben, das ist nicht gerade angenehm. So hat sich der Künstler die ersten vier Posaunenengel vorgestellt. Allein wie die gemalt sind, merkt man schon, schaut nicht gar so positiv aus. So, der erste Posaunenengel. Was tut sich da? Hagel und Feuer mit Blut vermengt. Fiel auf die Erde. Folge, der dritte Teil der Erde verbrannte. Mit Erde ist Landfläche gemeint. Und damit der dritte Teil der Bäume und alles grüne Gras. Es betrifft die Landfläche und das ist eben das, wo wir wohnen. Und nur ungefähr 10% der Landfläche auf diesem Planeten ist so, dass man darauf siedeln kann. Und unsere Landfläche ist im Vergleich zur Gesamtfläche des Planeten nur ein Drittel. Zwei Drittel ist Wasser. Nur ein Drittel ist Land. Und von dem einen Drittel ist wieder nur davon 10% zu besiedeln. Und von dieser Landfläche geht ein Drittel zugrunde. Wenn man dann weiterliest, schon in der Offenbarung, ich nehme schon ein bisschen vorweg, ich gehe schon zu den Plagen, zu den Zornesschalen, die erste Schale ist parallel. Die kommt ein bisschen später dann. Die drückt dasselbe aus. Es trifft auch die Erde, die Landfläche.
Zu wie vielen Dritteln? Zu 100%. Die Posaunen, die vernichten zu einem Drittel. Die Plagen vernichten total. Wenn die Plagen kommen, ist es günstiger, man ist nicht mehr da. Es ist da schon problematisch, zu dem Zeitpunkt da zu sein. Kommt der zweite Engel. Was wird jetzt in Mitleidenschaft gezogen? Es stürzte etwas wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer. Der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb. Der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Erinnern wir uns an den letzten Sommer? 1,5 Meter Durchmesser. 1,5 Meter Durchmesser, ein Rohr. Ja, und da sprudelt's. Kommt diese schwarze Soße hervor. Was wir dann ins Auto einfüllen? Erdöl. Das heißt, unseres ist dann natürlich gereinigt in der Raffinerie. Und man war monatelang nicht in der Lage, ein Rohr mit einem Durchmesser von 1,5 Meter dicht zu kriegen. Da hat es gesprudelt. Eben mit entsprechendem Druck. Und man hat es nicht geschafft und nicht geschafft. Und was da ins Meer kam, ja, da erleben wir jetzt erst so richtig die Folgen. Golfstrom hat sich abgekühlt. Was das für Norwegen heißt, dann wird es dort kühler. Im hohen Norden. Aber wohin wendet sich der erste Posaunenengel? Landfläche. Zweiter Posaunenengel? Meeresfläche. Dritter Posaunenengel? Es fiel ein großer Stern vom Himmel. Der brannte wie eine Fackel. Er fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und Wasserquellen. Jetzt geht es um Süßwasser. Es war jetzt seltsam. Japan. Hochtechnologie. In den betroffenen Gebieten, die Menschen gehen zum Wasser, drehen auf, es ringt nicht, weil die Stromversorgung zusammengebrochen ist. Wasser wäre da, aber die Pumpen arbeiten nur mit Strom. Ja, wo kam der Strom her? Ach so, von diesem Kernkraftwerk. Ach so, das funktioniert nicht mehr. Das heißt, es funktioniert eigentlich zu viel, müsste man fast sagen. Man wäre froh, wenn man einfach Klick hätte machen können. Aber das geht komischerweise nicht. Der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut, Süßwasser wurde also bitter. Wir kennen das hier nicht. Wenn wir die Wasserleitung aufdrehen, dann fließt es einfach. Wer je einmal irgendwo hingeflogen ist, wo die Sonne so schön scheint und wir sagen, ah, da wird es herrlich braun und da ist warm. Und dann siehst du, was da für eine Brühe aus der Wasserleitung kommt. Dann denkst du, die Berge sind doch feiner, wenn es mehr regnet und alles grün ist. Landfläche zu einem Drittel, Meeresfläche zu einem Drittel, Süßwasser zu einem Drittel. Was kann jetzt noch kommen? Nach Erde, Meer und Süßwasser wird nun der Himmel, das heißt unsere Lufthülle, getroffen. Himmel hat verschiedene Bedeutungen in der Bibel. Es gibt einen Himmel als Wohnstätte Gottes und das, was wir als Himmel sehen, unsere Lufthülle, der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne wurde verfinstert. Weil unsere Lufthülle, wenn man über einer Großstadt ist und die Sterne betrachten möchte, dann denkt man sich, werden auch immer weniger am Himmel. Aber es sind immer gleich viele da. Aber der Dreck in der Luft wird immer dichter. Wir sehen immer weniger davon.
Ich habe das einmal erlebt, da war ich in Niederösterreich, im Waldviertel, kam ich aus dem Haus heraus in der Nacht, um ins Auto einzusteigen. Das war eine Sternenhimmel. Ich konnte mich gar nicht satt sehen, aber dann dachte ich mir, jetzt muss ich ja noch eine Stunde fahren, bis ich nach Wien komme. Na, ich schaue mir das dann zu Hause noch einmal an, wenn ich aus dem Auto steige und schon zu Hause bin. Das war ein Fehler. Denn als ich in Wien aus dem Auto stieg, war das ein anderer Sternenhimmel. Das war mickrig. Eine graue Suppe oberhalb von mir. Klar, die 1,5 Millionen, die haben da einiges an Dreck in die Höhe gelassen. Waldviertel, Wald, Schöpfung. Wo der Mensch seine Städte hinbaut. Der Großraum Tokio hat 35 Millionen Einwohner. Österreich hat 8, die Schweiz 7. Das heißt, Österreich und Schweiz mal 2, verdoppelt. Immer noch nicht so viel wie dort eine Stadt. Entsprechend ist dort die Lebensqualität. Muss man ja verrückt sein, wenn man dort wohnt. An den Straßen Sauerstoffautomaten. Damit du zwischendurch wieder Luft kriegst. Und nun kommt ein Vers, der geht mir immer unter die Haut, wenn ich ihn lese. Es wird also die Erde getroffen, die Landfläche, die Meeresfläche, die Wasserquellen und der Himmel, die Lufthülle. Und jetzt gibt es in der Offenbarung einen Vers, da wird jetzt von der Seite Gottes eine letzte Warnung an die Menschheit gerichtet. Eine letzte Warnung. Und die schaut so aus. Habt Ehrfurcht vor Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat. Und jetzt betrachtet mal genau, was da steht. Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Der Text fasziniert mich. Habt Ehrfurcht vor dem Schöpfer. Darf ich mal fragen, wer hat denn diesen Vortrag in Lauterach gesehen im Hofsteigsaal von Dr. Veit über die Schöpfung? Aha, das ist der Großteil, das ist fein, dann brauche ich das nicht noch einmal wiederholen, was er dort in 1,5 Stunden gesagt hat. Dann können wir uns das sparen und mit einem Satz zusammenfassen. Überall, wo wir gehen und stehen, wenn im Fernsehen ein Film über die Schöpfung gezeigt wird, Universum, traumhaft schöne Bilder, Schöpfung. Schöpfung? Kommt das vor bei diesen Filmen? Sagt da irgendein Sprecher, oh, genial, wie Gott diese Heuschrecke geformt hat? Oder diese Pflanze? Aber man hört dafür, in so und so vielen Jahrmillionen hat diese Pflanze sich überlegt und gedacht, ach, ich mache das so und so und so. Und dieses und jenes Tierlein hat sich gedacht, ach, ich entfalte mich so und so. Wird Gott die Ehre gegeben? Wann immer wir irgendetwas über diese Natur hören auf diesem Planeten, dann hören wir immer, das ist ganz so von alleine gemacht worden. Bumm, kleines Haus. Diese Entwicklung, die uns da immer wieder weiß gemacht wird, die ist natürlich nicht zufällig so geschehen aus dem Nichts. Da war einer dahinter. Genauso gut könnte ich sagen, dieses Haus ist im Laufe von Jahrmillionen so herausgewachsen. Es hat niemand geplant und dann hat es jemand gebaut. Und bei diesem Planeten natürlich genauso. Und der eine, der das gemacht hat, dem wird ständig die Ehre geraubt. Weil er Schöpfer nicht geehrt wird. Und das ist die letzte Warnung. Und was macht jetzt der Schöpfer? Alles, was er gemacht hat, kann er natürlich auch wieder kaputt machen. Er hat die Macht, es zu schaffen und er hat auch die Macht, es wieder
zu zerstören. Und unsere ganze Technik steht völlig dem Ganzen hilflos gegenüber. Ja, wir können nicht einmal Brennstäbe mit einem Klick wieder ausschalten. Die glühen und glühen und strahlen und strahlen. Und die Kühlung, sobald die weg ist, aus und vorbei. Und in einem Land wie Japan schafft man es nicht, den Strom wieder dorthin zu bringen, der unterbrochen worden ist. Strom bringt man nicht dorthin. Weil der hätte die Bomben angetrieben und dann wäre das Ganze weitergegangen. Die Hilflosigkeit ist frappant. Dieses Bild habe ich auch im Original hier. Diese Gemälde, die gibt es alle, hat ein Künstler gemalt aus der Steiermark. Und eines davon, damit wir uns vorstellen können, wie groß die im Original sind, habe ich da vorne. Ja, das ist ja genial, was wir da für eine Technik haben. Die funktioniert noch. Hier sehen wir die wasserreichste Stelle in Bezug auf einen Wasserfall auf diesem Planeten, die Iguazu-Fälle in Südamerika. Die hört man hunderte von Kilometern. Wenn du weit entfernt bist, hörst du, wie dieses Wasser da hinunter donnert. Es sind letztlich drei Engel, aber heute haben wir nicht die Zeit, um die anderen zwei Warnungsbotschaften nachzubesprechen. Der erste Engel, der zweite Engel, der dritte Engel. Und der erste Engel, der auf unseren Planeten zufliegt, der sagt das. Betet an den, der gemacht hat. Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Fünfter Posaunenengel. Ja, aber was soll jetzt noch mehr kommen? Die Landfläche zu einem Drittel zerstört, die Meeresfläche zu einem Drittel, die Süßwasserquellen, die Lufthülle so verdreckt, dass nur mehr zu einem Drittel die Sterne sichtbar werden. Und jetzt wird es spannend. Bei der fünften Posaune trifft es Menschen, aber nur die Menschen, die nicht versiegelt sind, die nicht diesen Schutzschirm haben, diese Schutzhülle, diesen Rettungsschirm, die nicht das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben. Es hat also etwas mit Denken zu tun, mit dem Gehirn. Menschen, die diese Verbindung suchen zu ihrem Schöpfer, die kommen unter diesen Schutzschirm. Die anderen, die das nicht suchen, die trifft es voll. Das ist der Unterschied. Und darum hat Johannes das alles schon gesehen, dass man weiß, wo Rettung ist. Nicht beim Zufall, der kann mir da nicht helfen. Und die Jahrmillionen und Jahrmilliarden. Aber der, der es gemacht hat, wenn ich dem die Ehre gebe, ja, dann kümmert er sich auch um sein Geschäft. Wenn es das möchte. Und diese Menschen, die also nicht versiegelt sind, erleben 5 Monate Qual, körperliche Qual. Das scheint also eine Zeit von Krankheiten, Seuchen zu sein. Das heißt hier wörtlich, in jenen Tagen, wenn Menschen den Tod suchen und nicht finden, vor lauter Schmerzen. Das heißt, es ist wie die Qual von einem Skorpionenstich. Trifft aber nur die nicht versiegelt. Die versiegelt sind, die merken von dem nichts. Nicht, wenn du nicht Zahnschmerzen hast, ist fein. Aber wenn du sie hast, nicht fein. Und das ist noch nichts, was dann kommen wird. Jetzt sind wir also schon in Offenbarung 9. Sechster Posaunenengel. Wie viel gibt es? 7. In Offenbarung sind immer 7. Egal was es ist, immer 7.
lass los, die vier Engel. Erinnern wir uns an das Bild, wo es geheißen hat? Moment, noch nicht. Wartet noch, sagt Jesus zu diesen vier Engeln, die dabei sind, die Stürme loszulassen, die über diesen Planeten brausen. Und das war am Ende des sechsten Siegels. Wer kann bestehen? Ja, die, die da versiegelt werden. Das war die Antwort. Und nachdem sie versiegelt sind, in der sechsten Posaune, da prasselt es jetzt so richtig los. In der fünften Posaune trifft es die Menschen mit Krankheiten und Seuchen. In der sechsten Posaune, jetzt brauchen sie den Tod nicht mehr suchen. Und es wurden losgelassen, die vier Engel, die bereit waren, zu töten den dritten Teil der Menschen. Und das sind jetzt, da wir ungefähr 6 Milliarden haben, 2 Milliarden, das heißt 2000 Millionen. So ist das vorhergesagt. Wo es also zuerst geheißen hat, haltet ein, wartet noch, noch nicht, vorher müssen wir die versiegeln, die die Nähe Gottes suchen, heißt es jetzt, lass los. Und dann kommt es, und dann stirbt ein Drittel der Menschheit. Siebter Posaunenengel, da heißt es, es ist gekommen, dein Zorn, Gott wird da angesprochen. Und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, deinen Dienern, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen ehren. Wie ehren wir seinen Namen? Wenn wir dem Schöpfer seine Ehre als Schöpfer geben. Interessanterweise, wenn man das auch bedenkt, in den 10 Geboten, in den ursprünglichen Geboten steht, Gedenke des Sabbattages, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. Jeder 7. Tag als Erinnerung an den Schöpfer. Danach, wo also dieses römische Element hineinkam, diese Vermengung und die Gebote verändert wurden, dann kam es auf den Sonntag, auf den Sonnentag und da steht nichts mehr von dem drinnen. Gedenke an den Schöpfer. Der Sabbat war ein Gedenktag an den Schöpfer. Der ist verschwunden. Und jetzt ist auch das Gedenken an den Schöpfer verschwunden. Die Dinge haben alle eine Wirkung. Aber das ist die letzte Warnung. Gedenke an deinen Schöpfer. Ehre ihn. Wer wird vernichtet? Die Erde vernichten. Die Zeit ist gekommen. Das heißt, in der 7. Posaune wird ein Schlussstrich gezogen durch das Letzte, was jetzt rausgezogen wird, die 7 Schalen, die 7 Plagen, die leiten das Ende ein. Und zu dem Zeitpunkt, wo die 7. Posaune bläst, passiert etwas ganz Großes, was wir dann bald hören werden. Die 7 Schalen vernichten alles. Landfläche, Meeresfläche, Wasserquellen, Lufthülle, Mensch, es geht alles zugrunde, zu 100%. Und bevor diese Schalen ausgeschüttet werden, da passiert etwas. Und da ist es günstig, dort dabei zu sein, was wir gleich hören werden. Jetzt sind wir schon in Offenbarung 11. Jetzt sind wir damit auch parallel in der 5. Frage bei der Offenbarung. 4 Fragen hatten wir schon. Die erste war, wer ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen? Jesus. Wie lange dauert es noch? Wir müssen noch eine Weile ruhen. Dann, wer kann bestehen? Da werden die in den weißen Kleidern gezeigt. Die 4. Frage war, woher sind die denn gekommen? Und die Antwort war, aus der Trübsalszeit, aus dieser dramatischen letzten Phase. Tiere sind in der Offenbarung als Symbolsprache verwendet und bedeutet, Tiere sind Mächte, die die Erde beherrschen.
Auch heute sagt man das noch, wenn jemand sehr wichtig ist in seiner Position, das sagt man, das ist ein hohes Tier. Ist eigentlich nicht gerade schmeichelhaft, nicht? Denn Tiere werden ja auch als Bestien dargestellt und so. Raubtiere. Und jetzt taucht in der Offenbarung eine Macht auf mit universalem Machtanspruch. Das heißt, eigentlich sind es zwei Mächte. Jetzt sind wir in Offenbarung 13. Und diese Mächte, die da auftauchen, zuerst die erste Macht, die ist so stark und verbreitet sich über diesen ganzen Planeten, dass die Frage gestellt wird, und das ist jetzt die fünfte in der Offenbarung, wer ist diesem Tier gleich? Wer kann mit ihm kämpfen? Auf Deutsch, wer kann sich mit dieser Macht anlegen? Sind wir chancenlos. Wenn die auftritt, dann ist sie da und die macht, was sie will. Darum heißt sie ja Macht, weil sie macht, was sie will. Was Johannes sieht, es kräuselt sich, nicht? Da sitzt er, schaut aufs Meer hinaus von Patmos, und da beginnt sich das Meer zu kräuseln. Und aus dem Meer heraus steigt dieses Tier. Das ist ganz seltsam. Da ist es. Ein Raubtier. Ein Raubtier mit sieben Köpfen. In der Offenbarung ist ja alles immer siebenfach. Daher auch dieses Raubtier. Und das hat sieben Köpfe, ein Kopf davon ist tödlich verwundet, aber dadurch, dass es sieben Köpfe hat, zeigt es an, wie langlebig dieses Tier ist. Es lebt und lebt und lebt und lebt. Es hat Leben und Leben und Leben. Und hat Macht auf diesem ganzen Planeten. Daneben sehen wir noch ein anderes Tier, das kommt dann aus der Erde. Hier. Und im Hintergrund sehen wir noch was. Die Offenbarung kennt einen feuerroten Drachen. Dinosaurier. Gibt es schon lange. Auch in der Offenbarung. Das ist ein Bild für den Gegenspieler Gottes in der unsichtbaren Welt. Für den einstmaligen Engelschef Luzifer, der Lichtträger, der dann zum Satan wurde, zum Diabolos, zum Durcheinanderbringer, zum Zerstörer. Und dieser Drache steuert diese Mächte. Mit denen arbeitet er. Die eine Macht beherrscht, und aufgrund dessen, was da geschildert ist, ist es eine religiöse Macht, die Weltanspruch hat. Und das hier eine politische Macht, die Weltanspruch hat. Und beide haben einen Spitzenkandidaten, also jemand an der Spitze, der für diese Macht spricht. Die Macht, die kam erst später auf, die gibt es noch nicht so lang. Hat vor kurzem erst den 200. Geburtstag gefeiert, ist aber mittlerweile, und darum ist es so mit diesem Tier ausgedrückt, die mächtigste politische Macht auf diesem Planeten. Die steuern alles, wie sie wollen. Sie sind die Stärksten. Denn der einstige Gegenspieler, die Sowjetunion, ist ja zerbröselt in ihre Bestandteile. Das ist eine religiöse Macht, eine weltweite. Es gibt nur eine, die diesen Anspruch stellt. Washington und Rom. Das sind die mächtigsten auf diesem Planeten. Zwei Tiere, zwei Mächte. Die religiöse Weltherrschaft durch das Papsttum. Und die politische Weltherrschaft durch die USA. Die arbeiten zusammen. Und es passiert, was die wollen. Die haben uns voll im Griff. Vielleicht erinnern wir uns, als der letzte, das heißt der vorletzte, muss man sagen, Papst starb, da kniete der Vertreter, der Präsident, vor dem Sarg von dem. Da stand dann in den Zeitungen der mächtigste Mann der Welt. Kniet vor diesem ganzen System.
geht er in die Knie. Die liefern die Ideen und die führen sie durch. Braucht immer einen, das ist in der Schule schon so, nicht? Einer sagt, was geschieht und der andere macht. Den trifft es halt dann, wenn er erwischt wird. Aber es gibt immer welche, die im Hintergrund die Ideen schwingen. Nun, was ist das? Das sind die Augen von Johannes. Was er so sieht. Hier sieht er einen siebenköpfigen Drachen in seinem Auge und hier eine feuerrote Erde. Denn dieser Drache, dieser Luzifer, dieser Teufel, Satan, Diabolos, dieser Drache stürzt unseren Planeten letztendlich in ein Feuermeer, das alles untergeht. Da wir schon bei der sechsten Frage sind, was bedeutet es? So lange dauert es nicht mehr, wie es schon gedauert hat. Denn wie viel gibt es? Sieben. Da sieht Johannes eine Fläche, die ist so riesig wie eine Meeresfläche. Darum bezeichnet er das als gläsernes Meer, weil man kann drauf stehen, ist also fest, aber ist so groß wie das Meer. Und da sieht er die Geretteten. Die haben ein Musikinstrument in ihren Händen. Das ist ein Orchester. Sie spielen Harfen. Und da kommt jetzt die sechste Frage. Wer sollte dich, Herr, nicht ehren und deinen Namen nicht preisen? Bei dem Tier wurde gefragt, wer ist dem Tier gleich? Wer kann mit dem kämpfen? Wer kann sich mit dem anlegen? Die Geretteten sagen, wer sollte dich nicht ehren? Du, der Schöpfer. Denn jetzt sind sie schon gerettet. Sie sind aus diesem Chaos heraus schon befreit. Jetzt sind wir schon in Offenbarung 15. Da sind sie jetzt, weißes Kleid, Harfen in ihren Händen und sie blicken zurück von der Rettungsebene, wie sie einst auf diesem Planeten war. Und die Fläche, wie ein gläsernes Meer, Riesenfläche, die da sichtbar wird. Und damit sind wir bei der siebten Frage in Offenbarung. Es war ja vorher, wer kann sich mit diesem Tier, das da aus dem Wasser kam, mit dem siebenköpfigen anlegen, mit diesem Raubtier? Und jetzt die Frage, wer ist der großen Stadt gleich? Es wird die Stadt geschildert von diesem Raubtier, liegt auf sieben Hügeln, hat treue Gläubige über die Jahrhunderte verfolgt, viel Blut vergossen. Inquisition, Babylon, und dann heißt es, Gott hat sie gerichtet um euretwillen, das Blut der Propheten und der Heiligen. Und dieses Babylon geht unter. Dunkle Farben. Und jetzt kommt das Wichtigste vom ganzen Abend. Dieser Planet geht unter. Katastrophale Botschaft. Hier gibt es überhaupt keine Überlebenschance. Aber es gibt eine Rettungsaktion aus dem Weltall. Man kann hier wegkommen, wenn man halt abgeholt wird. Das ist der Punkt. Also unser Planet geht unter. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Auch wenn wir den tollsten Bunker bauen und uns da einbunkern und Vorräte für 10 Jahre, die Lufthülle wird auf diesem Planeten entweichen. Und dann tun wir uns halt schwer ohne Lufthülle. Hier kann also keiner überleben. Gewaltige Naturkatastrophen vernichten die Grundlagen unserer Existenz. Und die einzige Überlebensmöglichkeit ist die Evakuierung. Nämlich zu einem anderen Planeten, zu anderen Planeten, hinaus in dieses Weltall. Da gibt es ja Planeten, Milliarden, Billionen. Manche sogar so, dass man darauf siedeln kann, wie hier. Hinkommen müsste man halt mal.
Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, da macht sich ein Mann auf den Weg, er muss fliehen von zu Hause, er hat seinen Bruder betrogen, belogen, bestohlen, alles Mögliche, und der Bruder sagt ihm, ja, ja, an dem Tag, wo der Vater stirbt, stirbt noch jemand, nämlich du. Und da der Vater schon sehr alt ist, und das auszurechnen ist, dass der nicht mehr ewig leben wird, macht sich der, so gerade mit dem Tod Bedrohte, rechtzeitig auf den Weg und flieht. Er will noch nicht sterben. Jakob heißt er. Später bekam er den Namen Israel, nachdem der Staat Israel benannt ist. Und dieser Jakob geht mit einem schweren Gewissen, schwer beladen weg. Er hat betrogen, gelogen, sich Dinge angeeignet, die so nicht gedacht waren. Er hat seinen Bruder hinten und vorne hineingelegt, gelinkt, sagt man heute. Und als er davon wandert, er hat nur einen Stab und sein Jausenpaket, und das ist auch bald verbraucht. Und dann kommt die erste Nacht unter dem 1000-Sterne-Himmel. Kein Hotel, nichts. Er schläft einfach in der freien Natur. Er hat Angst. Und in dieser Nacht hat er eine Vision. Er sieht eine Leiter. Der Künstler hat die gleich ein bisschen stabiler gemacht, damit es nicht so wackelig aussieht. Und diese Leiter ist eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und da sieht er, wie die Engel auf- und niedersteigen. Und da schläft er, der Jakob. Da sieht er, wie die Engel da auf- und niedermarschieren. Und da merkt er, da gibt es eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Da tut sich ja was. Da gibt es Mächte, die kommen zu uns. Die sorgen für uns. Dann hat er keine Angst mehr. Und wie er dann am Morgen wach wird, sagt er, wenn ich zurückkomme an diesen Punkt und noch am Leben bin und falls ich auch noch was besitze, gebe ich den 1/10 von meinem Besitz dem Herrn und dieser Platz hier, an diesem Platz, will ich ein Gotteshaus bauen. Hebräisch Bet El. Den Ort gibt es heute noch. Und diese Verbindung zwischen Himmel und Erde, die wird jetzt wichtig. Denn wenn hier alles untergeht, dann müsste man natürlich über diese Leiter wegkommen. Also auf nach Israel, nach Bet El. Aber dort wird es nicht funktionieren. Ich war dort, ich habe sie nicht gesehen. Das Versprechen Jesu beim letzten Abendmahl. Jesus war das letzte Mal mit seinen Jüngern vor 2000 Jahren beisammen. Sie haben so eine düstere Ahnung, unmittelbar vor der Kreuzigung. Am nächsten Tag ist er tot. Er hat ihnen gesagt, ich werde auferstehen, aber das haben sie schon nicht mehr gehört. Sie haben nur gehört, jetzt wird es kritisch. Er will weg. Und in diesem Moment sagt er, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Nicht, wenn du jemanden lieb hast und der geht weg und er sagt, ich komme wieder. Und da sagt er dann weiter, ich baue ein Nest für euch. Ich werde inzwischen alles vorbereiten und wenn ich dann komme, dann hole ich euch in die exklusivsten Wohnungen, die es gibt. Keine Miete mehr dort zu bezahlen. Das sind Heimstätten, die sind nicht vorstellbar in ihrer Herrlichkeit. Naturheimstätten werden das werden. Und die Jünger hat dann nur mehr bewegt, wir wollen da gleich mit. Er hat gesagt, gibt's nicht. Ihr bleibt's da. Ihr habt einen Auftrag. Ihr sollt das verkünden, was ich euch 3,5 Jahre gesagt habe. Später dann dürft ihr dorthin. Aber jetzt einmal an die Arbeit. Und sie haben diese ganze Welt auf den Kopf gestellt. Das ist für mich so ziemlich der schönste Satz, den es in der Bibel gibt. Dass Jesus sagt, ich will wiederkommen. Und wenn ich komme, dann hole ich dich dorthin, wo ich bin. Ich möchte, dass du bist, wo ich bin. Wo ich zu Hause bin. Und das ist gut. Wenn dieser Planet untergeht, ist fein, wenn man jemanden hat, der noch woanders wohnen kann.
als außerhalb von diesem Planeten. Die Wiederkunft Jesu, das größte Ereignis dieser Weltgeschichte. Das steht bevor. Je mehr an Katastrophen kommen, desto näher kommt diese Wiederkunft. Denn das ist ja die letzte Phase, wo ein Drittel der Meeresfläche, der Landfläche, der Wasserquellen zugrunde geht und von der Lufthülle verfinstert wird. Und Jesus hat das so ausgedrückt. Und sie werden den Menschensohn kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das wird ein Ereignis. Mit all den Engeln kommt er. Das wird etwas werden. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Posaunen. Und sie werden seine Auserwählten sammeln. Da steht es jetzt. Das sind die Versiegelten. Seine Auserwählten wird er sammeln. Das hat uns der Evangelist Matthäus überliefert im 24. Kapitel. Das hat Jesus in dem Augenblick gesagt. Da gingen sie gerade am Tempel vorbei und die Jünger haben zu Jesus gesagt, wow, schau dir diese Steine an, diese Mauern. Wow, na was sagst du zu unserem Weltwunder? Riesige Steine. Alle Millimeter genau aneinander gefügt, dass du nicht einmal ein Blatt dazwischen reinstecken kannst. Und Jesus sagt, nicht ein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Und mit zwei Steinen hätte man hier die ganze Länge abgedeckt, solche riesigen Steine. Wie die das hören, wird es ihnen mulmig. Dann gehen sie auf den Ölberg hinauf, schauen auf den Tempel hinunter und dann sagen sie, eine Frage, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für das Ende der Welt? Und dann sagt Jesus das. Ich komme wieder und dann hole ich die meinen heraus. Da kommt sie. Die Wolke. So hat Jesus ausgedrückt. Die Wolke sind die Engel, mit denen er kommt. Die bilden die Wolke. So hoffentlich sieht der Beamer mich jetzt auch, wenn ich da schalte. Jetzt kommt die Wolke näher. Sie entfaltet sich immer mehr. Sie kommt in die Nähe von Planeten Erde. Was passiert als nächstes? Die Wolke breitet sich aus. Jetzt sieht man drauf Jesus mit seinen Engeln. Die Sonne wird schwarz, sagt Jesus. Der Mond wie Blut. Und die Wolke nähert sich diesem Planeten. Und jetzt kommt die größte Evakuierungsaktion aller Zeiten. Er sendet seine Engel aus und sie werden seine Auserwählten sammeln. Die versiegelt wurden, die vorher rechtzeitig die Beziehung nach oben hergestellt haben. Hier geht alles unter, hier geht alles zugrunde, hier gibt es keine Überlebenschance. Aber es kommt die Rettung aus dem Weltall. Die Tragik wird sein, dass nicht jeder gerettet wird, denn wenn es soweit ist, wenn das Ereignis eintritt, dann muss man vorher schon die Tickets haben. Und das Ticket schaut so aus. So schaut unser Planet aus, wenn wir dann weg sind. Die zurückgeblieben sind, die brauchen sich nicht mehr viel Gedanken machen. Das wird dann erledigt. Dieser Planet wird neu gebildet. Er wird in einem gewaltigen Feuersturm gereinigt. Und dann wird ein neues Paradies geschaffen. Wir werden dann später zurückkehren, wenn er neu hergerichtet ist. Nicht so wie wenn ein Haus repariert wird, gehst, ziehst einmal aus und wenn es fertig ist, kommst du wieder zurück. In der Zwischenzeit haben wir andere Domizile. Und wir blicken von der Wolke zurück auf unseren Planeten. Der untergeht für eine Weile oberflächlich. Und dann ganz neu wird. Da sehen wir Johannes,
So hat sich der Künstler das neue Jerusalem vorgestellt. Da sind auch die Ersten, die sich da schon freuen. Er schaut und staunt, der altgewordene Johannes. In dem Ganzen zählt also das eine, wie komme ich zu diesem Ticket? Was muss ich tun, dass ich, wenn diese Wolke kommt, wenn Jesus kommt mit seinen Engeln, dass er seine Auserwählten sammelt und dass die Engel mich finden? Die brauchen also gewissermaßen eine Liste im Vorhinein, wo ich draufstehe. Wie komme ich auf diese Liste? Ja, indem ich es ihm sage, indem ich die Beziehung herstelle, indem ich mit ihm zu kommunizieren beginne, indem ich nachlese, was er mir zu sagen hat. Der, der 3,5 Jahre hier herumgegangen ist und Geschichten über Geschichten erzählt hat, der als der Sohn Gottes kam, der wollte uns das vermitteln. Es gibt einen, der dich gewollt hat, der dich geschaffen hat, der dich lieb hat und der wird wiederkommen. Und wenn du rechtzeitig mit ihm eine Verbindung herstellst, dann bist du da mit dabei. Kann dir nichts geschehen. Die Zukunft wird katastrophal, aber nicht für die, die dann auf die Wolke kommen. Das ist die schöne Botschaft der Offenbarung. Die einen gehen unter, die anderen kommen mit. Die, die auf das gehört haben und die eine spezielle Freundschaft zu ihm hergestellt haben. Jesus hat eine Geschichte erzählt, wo einer davon geht, sein ganzes Erbe jubelt, verprasst, dann eine Hungersnot, hat viele Freunde in der Zeit, wo er eine Runde nach der anderen zahlt, aber als das Geld zu Ende ist, sieht er keinen mehr. Am Ende landet er bei den Schweinen und dann denkt er sich, wäre doch gescheiter, ich gehe wieder zurück zu meinem Vater, von dem ich weggegangen bin. Und dann kommt er zurück und dann kommt diese schöne Szene. Als der heruntergekommene, stinkende, zerlumpte, zerrissene noch weit weg ist, sieht er auf einmal eine Staubwolke. Da rennt jemand daher. Sein Vater. Fällt ihm um den Hals, er nimmt den stinkenden, zerlumpten, dreckigen, der so weit weg war, und schließt ihn in die Arme, aber er lässt ihn nicht so dreckig. Der kommt unter die Dusche, der wird neu hergerichtet. Er ist heimgekommen und sagt, was ich für einen Blödsinn gebaut habe. Und Jesus hat diese Geschichte erzählt, um uns zu illustrieren, es kommt nicht darauf an, wie die Vergangenheit war, sondern es kommt darauf an, ob du rechtzeitig heimkehrst, heimkommst zu ihm, der alles geschaffen hat, der auch wieder das zerstören wird, aber rechtzeitig die herausholt, die zu ihm eine Freundschaft aufgebaut haben, eine Liebesbeziehung. Eine ganz dicke, echte Freundschaft. Für die kommt das Beste erst. Diese drei Abende wollten uns eine Sache vermitteln. Es hat sich viel getan im Laufe der Jahre, im Laufe der Zeit. Wir brauchen die ursprüngliche Information, wie sie Jesus ausgeteilt hat in seinem Wort. Und jeder, der da drinnen liest, der wird die Kraft empfangen, wie die ursprünglichen Christen, wird durch den Heiligen Geist versiegelt werden, dass in dieser letzten Phase er dahin durchkommt, unbeschadet. Und dann kommt die Wolke, die Engel ausgesandt, und er wird seine Auserwählten sammeln. Die Auserwählten sind die, die Jesus erwählt hat. Die werden dabei sein. Es ist also eine
herrliche Botschaft, die da am Ende sichtbar wird. So schlimm, wie es zuerst wird in der Natur auf diesem Planeten, so schön geht es für die zu Ende, die mit Jesus eine enge Beziehung aufgebaut haben. Ich darf die Versammlung bitten, noch sich zu erheben. Ich möchte ein Segensgebet sprechen. Danke, dass du uns durch dein Wort Informationen zukommen lässt, was jetzt kommen wird. Sicherheit finden und wo wir Sicherheit finden. Danke, Herr Jesus, dass du hier Mensch geworden bist, um uns das alles mitzuteilen, dass du wiederkommen wirst mit deinen Engeln, um uns aus diesem Chaos, das am Ende sein wird, wieder herauszuholen. Und ich bitte dich jetzt für jeden Einzelnen hier, dass wir das begreifen und das festmachen, diese Nähe zu dir suchen, diese Freundschaft, dass wir eine enge Verbindung zu dir aufbauen, damit dann, wenn diese Engel ausgesandt werden, wir schon bekannt sind, schon auf einer Liste stehen und nicht gesehen werden und mit herausgeholt in neue Gebiete in diesem Universum. Du uns verwandeln wirst in einen neuen Körper, damit das beginnen kann, was du für mögen wir alle zu den Auserwählten gehören, wir und unsere Lieben, dass wir da alle dabei sind, wenn du kommst, um uns zu retten.